So, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag. Edmund ist wieder am Start. Und zwar mit der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es heute mal um diese lustigen Geräte hier. Schaut euch die mal an hier. Was ist denn das Interessantes? Sieht nach einem Gurt aus. Ja, wo man das Ganze zwischenlegen kann, das zeige ich euch jetzt mal. Vielleicht kennt der eine oder andere das Problem. Beim Essen im Auto, das Ganze krümelt immer so schön. Ah, das ist immer sehr ärgerlich. Deswegen will ich euch jetzt mal was zeigen. Und zwar eine richtig coole Sache. Gucken, kriegen wir den hier mit einer Hand raus? Ja, wunderbar. So, glatt das Ganze wieder. Hier, ihr seht es hier schon, überall kleine Krümel. Schweinchen an der Stelle erstmal. Passt zwar nicht ganz die Farbe, war die akzeptabelste, die ich nehmen konnte. Schaut euch das mal an hier. Wofür ist das angebracht? Ich will euch das mal zeigen. Hier zwischen kann man sowas legen, damit die Krümel nicht in die Rillen reinfallen. Ist das nicht praktisch? Moment mal. So sieht das Ganze aus, wenn es dann erstmal montiert ist. Nicht ganz perfekt. Muss erstmal noch ein bisschen nachgestopft werden. Die haben ja ein ziemlich großes Volumen. Das ist schon mal sehr praktisch. Man sieht das Ganze jetzt hier ran. So, hier. Sehr schön. Auch wie gesagt, mit der Gurtaussparung kann man das Ganze gut befestigen. Auch auf dieser Seite hier später mal. So. Und dann kann man das hier so zwischenquetschen. Und dann optimal die Krümel abwehren, damit die halt nicht zwischen die Sitze hier reinkrümeln, wenn es denn mal besser geht. Einen nenne ich immer schwierig. Ja, diese einarmigen Banditen, aber auch, das klappt gerade nicht mit einer Hand. Ich habe sie hier auf der Seite auch mit zwei Händen gemacht. Kurze Pause nochmal. So sieht das Ganze hier nochmal aus. Huch, so. Könnt ihr nochmal schauen. So ist praktisch. Dann perlen die Krümel zumindest hier nur auf den Sitz oben ab. Bleiben dann hier in der Mitte liegen. Oder auch hier direkt. Ja, es ist wie gesagt erstmal eine kleine Lösung so für Brötchen, Kekskrümel oder dergleichen. Normalerweise wird ja auch nicht im Auto gegessen. Ihr wisst, wie das ist. Aber was soll's. So sieht's aus. Die Farbe ist einigermaßen stimmig. Und ja, habe ich euch das auch mal gezeigt, was es da so alles für Möglichkeiten gibt. So. Und dann kann man ja sehen, ob es was beim Aussaugen bringt, ob man so besser rankommt. Aber ich kann ja bei mir den Sitz verschwinden lassen aus der Mitte raus. Daher ist das nicht das Problem. Ja, und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review oder App-Review. Bis dahin, auf Wiedersehen.